Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 der Sims 4 100 Baby Challenge. Und in der letzten Folge ist das Unfassbare passiert. Unsere Sammlung an toten Kindern, die auf dem Kamin stehen, hat sich erweitert. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde, aber es ist irgendwie so, es ist so makaber vom Spiel selbst gemacht und es ist irgendwie so, hä, was? Und natürlich werden wir uns heute darum kümmern, dass es den Sims möglichst besser geht. Deswegen, damit du nicht in deiner Trauer versumpfst, friert direkt das Spiel mal ein. Damit du nicht in deiner Trauer versumpfst, kannst du direkt mal ehrenamtlich tätig werden. Vielleicht im Altenheim, das ist vielleicht ganz gut, nochmal mit Leuten in Kontakt zu kommen, die noch am Leben sind. Okay, so makaber war das von mir gar nicht gemeint, das zu sagen. Aber jedenfalls, du kannst mal ehrenamtlich tätig werden und kannst deine Schwester mitnehmen, dann könnt ihr das zusammen machen. Und ihr könnt vielleicht mal, schade, dass man nichts gegen die Sonne machen kann. Vielleicht solltet ihr mal wandern gehen, um Krankheiten zu bekämpfen. Dann habt ihr vielleicht auch selbst weniger Angst vor eurer eigenen Sterblichkeit, an die ihr gerade erinnert wurdet oder so. Es ist natürlich alles gar nicht so traurig, weil wir natürlich wissen, dass die beiden zurückkommen werden. Und von daher, ja. Vielleicht kannst du mal gerade ein Nickerchen machen, bis wir wissen, dass die anderen beiden unterwegs sind. Macht ihr das jetzt eigentlich beide? Ach, du duschst noch. Ja, dann dusch zu Ende. Das ist ja nur allzu verständlich. Du machst irgendwas. Du könntest mal was essen. Nimm mal davon ein Gericht, kleine Maus. Ja. Das war natürlich schon eher eine auffühlende Folge, die letzte Folge. Ich meine, wir holen die beiden zurück. Das ist schon ganz klar. Aber vielleicht sollten wir schauen, dass wir ihnen diesen Schutz geben, damit wir die nicht irgendwie alle paar Folgen beide immer wieder zurückholen sollen oder müssen oder wie auch immer. Conny, bist du fertig geduscht? Nee. Du. Ach, schön. Und du bist noch da. Ihr geht jetzt beide los. Das tut euch bestimmt gut. Danach geht es euch bestimmt besser. Und du möchtest um Dori trauern. Jetzt trauert sie auf einmal um das andere Kind gleich noch mit. Jetzt, wo das zweite auch noch weg ist. Und damit du dich besser fühlst, kannst du dich mal verabreden und mit ein paar Leuten losziehen. Kummer-Hotline anrufen können wir. Oha. Wir können mal reisen. Und wir können mal unsere beiden Mädels, die immer und unter allen Umständen immer für uns da waren, mitnehmen. Und dann können wir heute vielleicht so ein bisschen uns aufmuntern davon, dass das Momo gestorben ist. Weil wir müssen ja nicht traurig sein, weil wir holen sie ja wieder zurück. Und es ist ja alles gut. Bis gleich. So. Und wir sind hier alle zusammen. Und wir können hier mal vielleicht ein bisschen... Können wir denn tanzen? Zusammen tanzen. Gibt es hier noch einen Nachtclub? Ich hätte schwören können, ich hätte auch noch einen anderen platziert. Dann habe ich das wohl nicht gemacht. Dann muss das wohl bis jetzt so mal reichen. Wir machen nicht so lange, weil ich meine, Phoebe ist ja sehr müde, aber vielleicht so, dass wir unsere Mädels mal sehen, dass sich Phoebe davon ablenkt, dass ihre zwei Kinder im Urlaub im Jenseits sind. Oh, sie weint auf der Tanzfläche. Aber sonst tanzt sie hier den Babybauch-Boogie. Der hat was über Claire gesagt. Du kannst unser Freund nicht sein. Kannst du es wagen, hier unsere Leute schlecht zu machen? Können wir den ausbuhen dafür, dass er irgendwie negativ was über Claire gesagt hat? Nein, wir können nur den Tänzer beobachten.
tanzen scheint er ja schon zu können, aber das ist noch lange keine Entschuldigung. Schlechtes über Claire zu sagen. Und guck mal, sie ist auch traurig. Wir können mal Moves präsentieren. Armscharm. Jetzt sagen wir was Schlechtes über den. Ha! Siehst du, das hast du davon, dass du was über Claire sagst. Und Phoebe kann das richtig. Ich erinnere mich, Phoebe hat das schon mal gemacht. Wie schwanger bist du eigentlich? Drittes Trimester jetzt. Ui. Monotonie-Mix wegen DJ-Performance. Tja. Oh! Phoebe, wir hatten in der letzten Folge schon genug Tote. Bleib bitte am Leben, während du tanzt. Bist du eigentlich noch bei... dabei? Man weiß es nicht. Naja. Gut. Gut, Süße. Dann war es das vielleicht auch erstmal genug für heute Abend. Kannst du mal mit Vanessa plaudern, natürlich. Die ist gerade kokett. Und dann können wir mal vielleicht um Rat bitten. Vielleicht geht uns danach ja wieder besser. Und wir sind gar nicht mehr mit ihr befreundet, ne? Nur noch Bekannte. Das müssen wir, da müssen wir uns in Zukunft nochmal neu drum kümmern. Um unsere Freunde, dass wir die nicht verlieren. Ich meine, Phoebe ist ja jetzt auch Erwachsene geworden. Vielleicht merkt sie einfach auch so, okay, in die Richtung ist mein Leben bis jetzt gegangen. Jetzt möchte ich mich auch auf andere Sachen auch noch konzentrieren. Vielleicht konzentriert sie sich jetzt mehr auf ihre Freunde. Und danach kannst du auch mal heimgehen. Hm? Ich meine, sie ist auch hochschwanger. Das darf man auch nicht vergessen. Was immer noch traurig. Ja. Um Dori hat niemand getrauert. Niemand. Gut, gut. Dann sehen wir uns gleich bei den anderen Buchholz wieder. So, wir sind hundemüde, alle sind traurig, außer die kleine Barbie, der geht super. Zuhören, ja. Ihr wart aber jetzt nicht, ne, während wir weg waren, noch weiter. Nee, sieht nicht danach aus. Naja, gut. Dann kannst du mal da verwenden. Und dann schlafen. Und du kannst schlafen. Und du kannst Barbie in den Schlaf lesen und schlafen. Und was ist mit dir? Du kannst duschen. Tun wir mit dir ja nicht. Du kannst auch direkt schlafen. Und Phoebe kann auch schlafen. So. Die ganze Familie ist etwas traurig. Man kann es ja auch verstehen. Ich meine, vielleicht ist ihnen nicht bewusst, dass sie nur irgendwie vorübergehend tot sind. Aber ja. No, alle mit gesenkten Köpfen. Und dann muss Piggel die danach vielleicht auch nochmal kochen und dann Lunchpakete machen. Was möchtest du? Immer noch italienische Fleischbällchen zubereiten. Dann mach doch einfach die. Oder vielleicht können wir auch mehrere Sachen mit dir kochen. Was haben wir denn noch? Naja, gut, machen wir gleich. Wir gucken nur einfach schon mal. Vielleicht haben wir auch noch sehr viele Sachen im Dings. Grillkäse noch 2. Und davon auch noch. Davon können wir eigentlich dann Lunchpakete machen. Da warten wir gerade mal, bis er Barbie in den Schlaf gelesen hat, dass es auch funktioniert. No. Oh, und sie weint im Schlaf. Ach, Rapunzeli, das tut mir aber so leid. Sie kommen doch alle wieder. Haben wir eigentlich noch ein Vampirkind? Dipsy, ne? Wir müssen jetzt gut auf Dipsy aufpassen. Bald hört unser Kamin auf, dann geht's nicht weiter. Und das wäre nicht gut. Oder wir müssten uns ein schnuckliges kleines Familienmausoleum da unten anlegen. So. Ja. Weiß ich nicht, ob das so super wäre.
So, jetzt kannst du mal. Ach, das ist der Grillkäse und hier haben wir ein Lunchpaket stecken. Und danach ein Lunchpaket stecken. Und in Lunchpaket stecken. Probieren wir das jetzt mal aus, ob der gute Pigel die das auch so hinbekommt, wie wir das wollen. Numero uno. Wie lange bist du noch haltbar? Noch 6 Stunden. Vielleicht stellen wir die alle nochmal zurück in den Kühlschrank. Müssen wir nur morgen früh dann dran denken oder ein paar Stunden dran denken, die wieder zurückzustellen. Nummer zwei. Danach darfst du auch schlafen, Schatzi. Ne? Schaffst du's? Schaffst du's? Schaffst du's? Das stellt er direkt wieder zurück. So ein braver Piggeldi. Und Nummer 3 macht er jetzt auch. Supi. Dann kannst du danach auch schlafen. Ja. Das war so nicht geplant. Eigentlich war geplant, dass Phoebe in der letzten Folge schon einfach ein bisschen feiern geht mit ihren Mädels und da so ein bisschen, ne, den Babybauch-Boogie macht, den wir da gesehen haben. Und ja, nicht alles so tödlich und dramatisch. Das hat ja keiner gedacht, das hat ja keiner gewusst. Wir müssen aber schauen, dass wir diese Toilette mal sauber kriegen. Ich habe das Gefühl, das ist schon seit einer Ewigkeit so, dass sie immer, egal was man macht, immer dreckig ist. Und die Wichtel haben alles kaputte repariert. Das ist natürlich herzallerliebst. Alles weint im Schlaf. Und alle sind wach. Ich meine, im Prinzip hätten wir vielleicht genug Zeit, dass es auch so klappt, aber jetzt haben wir die Lunchpakete ja schon gemacht. Also lassen wir dich vielleicht doch mal duschen. Ich meine, wir haben noch genug Zeit, um die schlechten Manieren zu regeln. Und dann kannst du danach vielleicht mal, könnt ihr alle noch ein bisschen Spaß haben vor der Schule. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. So. Und dann packen wir schon mal die Lunchpakete in die jeweiligen Inventare, dass wir das gleich nicht vergessen. Eins, zwei, drei. Und was ist verdorben? Das. Das könnten wir auch einfach so jemandem ins Inventar packen, so einfach als Scherz, aber das weiß ich nicht, ob das so gut aufgefasst wird und so. Na, no, alle sind so traurig. Ach ja, Phoebe, du kannst morgens als erstes mal das Klo putzen. Das ist auch immer schön. Freut man sich. Das irgendwie sowas ist, was man morgens so als erstes machen darf, auf nüchternen Magen. Und danach kannst du mal frühstücken. Tja, ja. Bin ich mal gespannt, was für ein Käse. Vor allem kannst du danach auch mal nochmal eine Möhre essen, weil wir wollen ja einen männlichen Snape Junior haben. Rapunzel, gehst du jetzt auch zum Spielen? Du kommst noch aus der Dusche? Wie lange duschst du denn? Ach komm, das muss für dich reichen. Du bist Chaot. Ich habe auch das Gefühl, so viel niedriger macht das die Manier noch gar nicht, wenn die Sims müffeln. Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Ihr werdet zwar zu Einser-Schülern, also du zumindest, aber du bist mit der Empathie noch nicht so weit.
Wir können dich vielleicht nach der Schule direkt mal auf freiwilligen sozialen Arbeit schicken. Aber ich weiß nicht, ob das so viel hilft, dass du direkt älter werden kannst. Da müssen wir mal schauen. Ja. Ups. Was macht unser Kind? Das ist dreckig und hat Hunger. Vielleicht sollte es erst was essen. Und vor allem müssen die anderen Kinder jetzt mal zur Schule. Ja. Das steht zwar noch ausgezeichnet dran, aber ich traue dem nie so. Kannst du da mal ein Gericht nehmen und das können wir mal. Machen wir vielleicht nachher. So. Gehen jetzt alle zur Schule, ist die Frage. Du bist traurig, weil du dreckig bist. Ist ja nur irgendwie ein Verwandter gestorben. Wobei sie ist vielleicht ein bisschen klein, um das zu verstehen. So, ihr Süßen. Eigentlich, jetzt wo ihr gerade alle nichts am Machen seid, sollte das bei euch eigentlich nachher ganz gut gehen. Mit in die Schule und so. Was zu essen habt ihr alle dabei. Ist ja wunderbar. Und da kommt auch schon das Zeug. Oh, ein Morgen ohne Drama. Kommt schon, Leute. Heute mal ohne Drama. Einfach mal zur Schule. Wobei ich meine, man kann verstehen, ne, wenn man echt richtig traurig ist, dass man da keinen Bock drauf hat. Aber... Ha! Guckt euch das mal an. Gar kein Problem. Und sie gehen einfach nach draußen. Boah. Dass ich das noch erleben darf, dass ich noch so alt werde, dass das noch passiert in der 100 Baby Challenge. Meine Güte. Du kannst das und dann kannst du danach hier vielleicht mal die andere Hälfte vom Grillkäse essen. Und Phoebe hat hier auch Spaß ohne Ende. Da können wir danach auch mal alles ernten und so. Alle gehen zur Schule. Meine Güte, das hat gut geklappt. Trauer macht die Kinder irgendwie. Anscheinend. Wobei ich glaube eher, dass sie wirklich nichts mehr am Machen waren irgendwie. Ich glaube, diese Kombination aus Handlung abbrechen und zur Schule gehen, das ist das, was nicht funktioniert. Alles andere geht eigentlich noch. Und du isst. Und du, ja. Und dann kannst du danach mal Barbie im Schaumbad baden. Bin ja mal, ich glaube eigentlich nicht, dass wir das Baby schon in dieser Folge bekommen. Sie ist ja gerade erst im dritten Trimester, aber cool wäre es schon. Snape Junior. Und da klingelt ein Handy. Momo schreibt uns, also ruft uns an und sagt: Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr nahe steht, am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beileid. Wie creepy wäre das, wenn ihr eine Trauerkarte bekommen würdet von demjenigen, der gestorben ist? Was? Das ist aber nicht auch. Nee, das ist ihr Vater. Ich dachte gerade, Momo ruft alle an und sagt: Du, ich hab gehört, ich bin gestorben. Das muss in deinem Leben ein sehr großer Verlust sein. Das tut mir wirklich sehr leid für dich. Hallo? Oh, sie weint. Ach, Phoebelein. Oh, und alle sind so traurig. Es tut mir so leid, dass alle so traurig sind. Dieses Nachtlicht, was da oben drauf steht, es verschwindet immer. Es wird immer wieder weggeräumt von irgendwem. Ach ja, was soll man denn dazu noch sagen? Ja. So, nachdem du die Möhre ge gegessen hast, kannst du hier mal vielleicht alles ernten. Ups. Mit Tränen begießen, vielleicht nicht. Und dann vielleicht mal duschen. Duschen. Oder eigentlich kannst du es erst säubern, das ist eigentlich noch besser. Säubern und dann duschen. Und irgendwie stimmt das hier mit der Wand nicht, ne? Habe ich das nicht einheitlich gemacht?
Naja, muss ich mal schauen. Huch! Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Urmel war nicht gerade überragend. Sie hat eine mittelprächtige Note bekommen, die ihren Durchschnitt verderben könnte. Soll sie um eine Zusatzprüfung bitten oder doch einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Frag mal um eine Zusatzprüfung, ob das geht. Der Lehrer entscheidet sich, Urmel eine kleine Lektion fürs Leben zu erteilen. Urmel lernt, dass sie von Anfang an härter arbeiten muss, wenn sie eine bessere Note haben will, anstatt nachher zu jammern. Nö, Lehrer. Ernsthaft, was soll das denn? Also ich glaube, bei uns wäre das irgendwie noch so in der Schule so von wegen so, da fragt jemand um eine Zusatzprüfung, da hat jemand zumindest irgendein Interesse daran, wie er da weiterkommt. Eher so als was, es ist doch schon mal ein Anfang gewertet worden. Vor allem Zusatzprüfung heißt ja nicht, dass sie die Prüfung wiederholt. Das wäre ja vielleicht nur irgendwie so, keine Ahnung, wie... Ich habe die Prüfung verhauen, kann ich noch ein Referat machen oder noch eine Buchvorstellung oder so oder halt so Zeug, was man dann halt so machen durfte. Das ist doch eigentlich gar nicht verkehrt. Ja. Wenn du geerntet hast, starten wir hier auch mal die Versammlung. Und Piggel, die wird angerufen. Hallo? Ist schon weg. Dann schaumbade jetzt mal deine Schwester, bitte. Ja, ich weiß, die müffelt. Ist halt so. Danach kannst du der vielleicht auch noch mal ein bisschen Sprechen beibringen. Das wäre auch ganz gut. Level 9 der Gartenarbeitsfähigkeit erreicht. Boah, Phoebe. Was sind das für Fähigkeiten, die du hier entwickelst? Wir können auch wieder wie viel weiterentwickeln im Garten. Das machen wir aber vielleicht später. Telefon. Das sind doch hier kein Callcenter. Ein Küsschen in Ehren. Rapunzel ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Mein Gott, was für ein Glück, dass wir heute Morgen sie doch noch haben duschen lassen. Sie hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Beeinflusst Manieren, dann fällt das schon mal raus. So sind Kinder nun mal. Manieren sinken. Yeah. Oh Gott, haben wir viel zu bezahlen an Rechnungen. Ho. Dann, zum Glück sind wir ja einigermaßen reich. Dann kannst du hier danach mal die Post bezahlen. So bist du... Nein, du wirst noch geduscht. Alles klar. Ja, ja, ja. Dann können wir auch mal die Maulwürfe herbeirufen, damit die den Rest vom Garten machen. Das können wir auch. Und Phoebe kann danach hier die auch nochmal säubern. Kann alles säubern. Ja, und du kannst hier mal wo haben wir Sprechen beibringen? Oder kann er inzwischen auch mit den Flashkarten Sprechen beibringen? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Tiere beibringen. Dann macht das. Das ist besser. Vielleicht. Möglicherweise. Und Phoebe singt schon wieder in der Dusche. Wie schnell steigt deine Fähigkeit da? Och, auch ganz gut. Hui. Dann ist sie bald schon Level 3, ne? Das ist nicht schlecht. No. Piggel, die ist ja auch echt ein Herzchen. Ach, guckt euch das mal an, was der alles kann. Und wir haben die Rechnung bezahlt. Jetzt haben wir wieder 100.000 Sachen, die wir verkaufen können.
können wir es nicht verkaufen. Hallo? Doch. Dann kann Phoebe danach vielleicht nochmal eine Möhre essen. Ich will, dass es wirklich ein Junge wird diesmal. Karotte essen. Ihr kommt sonst auch ganz gut voran. Süß. Ja. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was sauber gemacht werden muss? In der Küche irgendwas? Können hier die Hausaufgaben vielleicht mal weglegen. Ich glaube, die sind schon von Kindern, die nicht mehr brauchen. Ehrenamtlich tätig werden. Phoebelein, bei dir bringt es halt nicht mehr so viel. Du bei dir, ne? Bringt es zwar den anderen noch was, aber halt dann lieber deine Töchter, ne? Du könntest vielleicht mal auch was zu essen kochen. Gourmet-Mahlzeit bereiten. Das hier vielleicht. Oh, jetzt habe ich auf Familiengröße geklickt. Ups. Naja, gut. Familiengröße ist auch okay. Pegel, die wollte ja ohnehin auch noch was machen. Kannst du ihr jetzt noch weiter was beibringen? Vielleicht nochmal sprechen beibringen? Oder kannst du ihr mit den Flashkarten inzwischen auch irgendwas anderes beibringen? Nee, immer noch Tiere. Ich glaube, die Tiere kann sie inzwischen. Das ist ja okay. Was machen deine Bedürfnisse eigentlich? Du musst nachher mal... Naja, gut. Du darfst ins... in die Windel machen. So, ihr Profis, was macht der Garten? Können wir euch wieder ausladen? Nee, Geoffrey ist noch dran. Geoffrey ist noch dran. Dann lassen wir das auch noch. Oh, wir könnten aber schon Sachen kaufen, die uns glücklich machen, ne? Hier. Schade, dass es bei Gruppen keinen irgendwie Fruchtbarkeitsbonus gibt, dass dann die Zwillingswahrscheinlichkeit höher wird. Wir haben jetzt hier ganz viele Glücklichkeitspunkte dazu bekommen. Ja. Oh, wir könnten auch, wir könnten dieses berüchtigte Gruppe. Ist ein Sim-Mitglied in einer berüchtigten Gruppe, begegnen ihm andere Sims mit Angst. Oder vielleicht eher beliebte Gruppe. Das machen wir. Es ist so beliebt unter den Sims. Die wollen alle unser Unkraut jäten. Alle. Es ist unfassbar. Es ist so ein Ansturm da drauf. Es gibt auch irgendwie so eine Szene bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wo der auch irgendwie, wo irgendwie einer die den Zaun streichen muss oder so und das vor seinen Freunden so cool redet, den Zaun zu streichen, dass er später seinen Freunden die Taschenmesser abnimmt, damit sie den Zaun streichen dürfen. So kann man auch sein. Das ist sehr clever. Wie kommst du voran, kleine Maus? Bist du bald Level 3? Ja. Ja. Ui. Mach ruhig in die Hose. Das ist also in die Windel. Das ist okay. Solange du sprechen lernst, ist es bei dir nicht schlimm. Gut, gut. Wir schauen gerade noch. Gleich kommen die Kinder aus der Schule, was das macht. Level 3 erreicht. Hip, hip, hurra. Das geht schon schnell, ne? Bei den anhänglichen Sims, wenn man denen was beibringt. Das geht schon schnell. Und was wir schon alles können. Wir haben Charisma, Kochen und Malerei, alles Level 10. So, ihr Lieben, mir ist eben die Aufnahme abgestürzt, deswegen sind wir ein paar Minuten weiter. Also zum Glück war die Aufnahme, ist sie nicht ganz weg, nur die letzten paar Minuten. Ich habe gerade geguckt. Jedenfalls, warum das passiert ist, es war ganz viel gleichzeitig passiert. Das nehme ich an, weil Phoebe ist in die Wehen gegangen. Urmel ist als Einserschülerin zurückgekommen. Ich glaube, sonst ist keiner. Nee, nur Urmel. Jedenfalls, deshalb sind wir hier. Wir sind in tiefer Trauer noch um unser anderes Kind und ja, das tun wir hier und da können wir uns hier mal, ich hoffe, es geht jetzt, ne? Können wir uns hier mal am Empfang anmelden. Zumindest ist die Ärztin diesmal da, das heißt, vielleicht geht es sogar.
Hallo, einmal gebären und diesmal bitte richtig und nicht so wie letztes Mal. Ach ja, und es wird wahrscheinlich eine sehr überlange Folge, aber ich will die Geburt hier nicht übergehen. Oh, ich hoffe, es wird ein Junge. Zumindest ist die Ärztin diesmal auf dem Grundstück. Letztes Mal war keine Ärztin auf dem Grundstück. Und da ist Mirko, unser Schwiegersohn. Snape hat eben schon die Fliege gemacht. Oder in seinem Fall vielleicht passen da die Fledermaus. Und unsere Bedürfnisse wurden aufgefüllt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt bald mal. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Ach ja, was erlebt man nicht alles in der 100 Baby Challenge? Kinder sterben und werden geboren und Joffrey stalken und laufen hinter einem her und sind dann wieder weg und es funktioniert. Yay! Dann bin ich gespannt. Bringt Baby zur Welt. Das ist sehr lieb, Phoebe. Habt ihr das Gefühl, dass Ria besser da drin wird? Ich meine, sie zieht ihr Herz nicht mehr so häufig raus. Sie übt an uns, sie ist besser geworden. Auch sie hat jetzt 19 Kinder oder nicht ganz, aber so ungefähr zur Welt gebracht. Das muss ein Zeichen sein, dass das Späße, krasse Späße und schräger Humor-Festival in der Stunde seiner Geburt. Es ist ein Junge! Yay! Auf erschienen ist. Ich dachte mir, weil das Kind ja möglicherweise die Nase seines Vaters geerbt hat. Und ich dachte mir nur so, wer hat sonst so eine Nase? Dachte ich mir, wir nennen dieses Kind. Kann ich hier schreiben? Ja. Graf Zahl. Graf Zahl Buchholz. Fand ich passend zu Snape. Ich meine, ich weiß, es ist eigentlich ein Vampir im Original, aber ist doch okay, oder? Hallo, kleiner Graf Zahlbuchholz. Oh. Kuckuck. Und ja. Wenn jetzt kein Kind mehr nachkommt, nein. Okay. Dann denke ich mal, das war's doch für diese Folge dann auch mal. Ich habe die schon so ganz gut überzogen. Und ja, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.